Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shazadi spielt Ark Genesis Part 1. Jo. Ich habe mal eben noch den Stego entsorgt. Das war der Stego. Und ich würde jetzt tatsächlich gerne die Forge noch bauen. So, das kommt alles hier rein. So. Metallbarren da rein. Elementsplitter noch hier rein. So, das ist jetzt alles Kategorie Element. Und die Sachen noch. Oh. Juti. Forge. Hier haben wir sie. Juhu. Ja, sie ist ein bisschen. Voluminös. Aber auch schnell. So. So. Warum kann ich jetzt nicht? Wieso kann ich nicht zugreifen? Hä? Jetzt geht's. Ah, da hatte ich hier wahrscheinlich ein bisschen blöd platziert. Okay. Dann müssen wir es nochmal machen. Keine Ahnung, was jetzt ihr Problem war, aber jetzt geht's auch. Vielleicht war sie zu weit hinten dran. So. Ja, das Zündpulver wird reichen. Ja. Das geht ein bisschen schneller. Mit den Sachen spart man sich halt tatsächlich eine super Forge, ne? Ach Mann, ich bin jetzt total huschi-wuschi wegen dem Trike. Andererseits könnten wir uns jetzt erstmal die gute Waffe herstellen. Dafür brauche ich aber. Die ist das. 150 Polymer, 150 Zement, 150 Metall. So. Zementhammer. Polymer. Okay. Dann auf ins Ozeanbiom. Moment, das sind die falschen Tiere fürs Ozeanbiom. Ach Gott. Ja, ich habe vielleicht eine etwas verquerte Spielweise in Ark, aber ich spiele schon immer so. So, Miezekatz bleibt hier. Ne, den Platzdocker nehmen wir mit. Ach, Vogel können wir auch mitnehmen. Vogel geht immer. Oha, kommt der jetzt mit? Ich gehe mal hier unten in die kleinste Ecke. Biom, Ozean. Obwohl. Hatte ich nicht schon? Wir haben doch schon Basilo, oder nicht? Falsches Terminal. Hat der einen Sattel? Sieht man leider nicht. Basilo-Sattel mitnehmen? Ich meine, wir kriegen bestimmt noch einen Basilo, also der Sattel ist bestimmt nicht umsonst.
Basilo. So teuer ist er jetzt auch nicht. Weil tatsächlich am liebsten halte ich mich im Wasser mit dem Platzdocker auf. Aber wir gucken mal. Juhu! Soll ich? Ja, ich weiß. Aber ich habe gerade gesehen, dass ich Schneerüstung anhab. Ich weiß jetzt nicht, ob die das Sinnvollste so ist für das Wasserbiom. Meint das ja auch nicht, aber wir können ja einfach. So, jetzt aber. Jetzt aber, jawohl, ja. Schwör. Warum versteckst du dich immer? Warum kann man dich manchmal nicht auswählen? Das nervt mich zum Beispiel ungemein. Koordinaten gesperrt. Zeit für Teleport. Okay, Mitzekatz bleibt hier. Mitzekatz doch da oben wieder hinstellen, ist glaube ich besser. Haben jetzt eigentlich die da hinten und Futterdruck, Paraffina und so? Müssen wir gleich mal gucken. Nicht, dass die uns verhungern. Ach ja, ach ja. Auf geht's. Auf geht's. Hola. Koordinaten bestätigt. Teleport vollständig. Ja. Können wir uns ja noch mal ein bisschen Salz mitnehmen, oder? Reicht. Oh, 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 oh. Aua. Ich weiß auch nicht, ob das so gut war. Alter Schwede. Oh, was ist denn da unten? Haben wir jetzt Schwein gehabt, ey, alter Falter. Oh, hier gibt's Schildkröten. Was hängt denn da oben? Wie hängst du denn da, Schildi? Ist das bequem so? Ich meine, ich weiß ja auch nicht. Du schaust schon ein wenig komisch aus. Macht die mir Schaden? Oh oh! Ich hätte vielleicht erst den Fisch auswählen sollen. Oh! Und Basilo hatte noch keinen Sattel. So. Was stimmt denn jetzt mit ihr wieder nicht? Du solltest dich nicht mit Leuten mit Sachen anlegen, die wendiger sind als du.
Die blutet schon. Jetzt haben wir auch endlich die Bruchstücke einer Schale. Meine, das wird ja, glaube ich, verwendet auch wie Chitin, ne? Meine, so kommt man ja auch relativ schnell an Chitin. Tatsächlich eigentlich. Warum habe ich das Ding eigentlich immer noch da drin? So. Hunger habe ich. Er hat auch Hunger. Den müssen wir mal... Ich weiß, dass es zwar schade ist für die Level, aber ein bisschen schneller kann er schon sein. Und ein bisschen mehr Ausdauer. Und noch ein bisschen mehr Leben. So. Ja, cool. Wegen was waren wir gleich hier? Also. So. Ich muss mal ein paar Fische fangen, weil er hat definitiv Hunger. Unser guter Basilo. Wie wollen wir sie denn nennen? Das Mädel, ne? Barbara. Barbara der Basilo. Wegen was waren wir hier? Ach so, wegen Polymer. Genau, ich erinnere mich. Dann suchen wir gleich mal Entchen. Vielleicht ein bisschen zu laut. So. Ja. Noch ein bisschen Leben. Leben schadet nichts. Jetzt hat er auf jeden Fall auch schon mal genug. Genug zu essen. So. Oh, da ist eine Ente. Können wir die eigentlich auch mitnehmen? Ja, geht sogar super. Und der farmt richtig gut Polymer. Ja, ich würde sagen, das ist jetzt gerade eine Win-Win-Situation. Andererseits hatten wir eben mit Mike auch ziemlich viel Pech. Naja, Pech. Ich war halt auch wirklich nicht gut vorbereitet, ne? So, wir nennen sie jetzt erstmal um in Barbara. Barbara der Basilo. Dabei ist das noch nicht mal... Hier ist Level 158, ist eigentlich gar nicht so stark. Dafür ist er aber eigentlich gut drauf, muss ich sagen. Oder wie seht ihr das? Also ich finde, die ist fit. Wieso sind hier eigentlich so gar keine Haie? Normal müssten hier richtige Haie spawnen. Also ich habe zwar die X-Haie weggemacht, weil die einfach sehr stark sind. Oh oh! Sobald wir all diese Tests bestanden und diese Störung behoben haben, erhalten wir hoffentlich die Chance, die Welt außerhalb der Genesis-Simulation zu sehen. Dies ist eine große Welt. Doch stell dir mal vor, du bist in der echten Welt unterwegs. Nur zur Warnung. So. Die Welt wird nicht so sein, wie du sie in Erinnerung hast. Oh, wir haben eine Pike bekommen. Erdbeben haben viele der Wahrzeichen und Monumente, an die du dich erinnerst. Und wir brauchen noch mehr Enten. Die Dinge haben sich zum Schlechten gewandelt, seit du ein gewöhnlicher...
Ich hätte ja schon noch mal Bock auf ein Rennen, ne? Können wir das alles tragen? Ja. Weil ich mag sie tatsächlich nicht hier so am Rand lassen. Komm, ein Rennen, Leute. Muss sein. Habe ich gerade mal Bock drauf. Ist doch Manta-Rennen, ne? Zeit für ein Rennen. Ja. Manta-Rennen, Manta-Rennen. Ich liebe Manta-Rennen. Steig auf, Überlebender. Das macht Spaß. Das Zeichen in Highlander sehe ich ja jetzt erst. Wie süß ist das denn? Wir haben zwar keine Gegner, aber ist mir egal. Vor allen Dingen kriegen wir auch guten Loot und vor allen Dingen kriegen wir auch noch Hexagons. Auf geht's. Ja, lass mich. Hupa. Wuhu. Und rum da. Und hoch da. Macht schon Spaß. Zu zweit macht das natürlich noch mehr Spaß. Oder zu dritt, viert, whatever. Klar. Aber hier geht es ja letztendlich auch darum, ein bisschen guten Stuff zu kriegen. Habe ich den jetzt ausgelassen? Oh oh. Habe ich einen ausgelassen? Das wäre natürlich doof. Komm, wir vergessen sie. Klar. Weil ich weiß jetzt nicht, ob die gelben zwingend erforderlich sind zum... Weil den habe ich jetzt auch ausgelassen. Wir probieren es einfach mal. Weil normal wäre es ja auch schön, wenn man dann eine Anzeige kriegt hier. Ne, bei denen zählt es tatsächlich auch nicht. Ich habe jetzt mal geschaut, rechts bei Rennfortschritt. Juppa! Die blauen zählen. Also die gelben kann man ruhig auslassen. Nur die blauen eben nicht. Gib alles. Ja. Wow. Schwimm, kleiner Manta, schwimm. Juhu. Keiner ist schneller als du. Ist ja auch sonst keiner da außer mir. Hä? Der erste in der Simulation. Ja. Genau so wird's gemacht. Gut gemacht. Ich weiß, danke. Oh, schaut mal hier. Ein Rex-Sattel, Megalodon-Sattel. Oho. Eine Flinte. Ein Schutzanzug-Kopfteil. Was haben wir hier? Pilzsuppe. Und ein Knicklicht. Ja, nice. Macht schon Spaß. Und haben wir jetzt eigentlich... Haben wir eigentlich auch Hexagons gekriegt? Ja. Hexagons auch noch. Von daher... Alles gut. So, das musste jetzt mal sein, wie gesagt. Und jetzt holen wir uns noch ein bisschen Polymer. Und in der nächsten Folge bauen wir uns dann mal die gute Waffe und sehen wir uns mal was Gescheites. Was auch immer man unter gescheit versteht. Ja, ein Rex oder so. Also ein bisschen was, was ich mal ein bisschen wehren kann. Das wäre schon nicht schlecht. Ja. Dann suche ich noch ein bisschen Enten. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich natürlich über ein Abo am meisten freuen.
Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal in Ark Genesis. Bis dahin, eure Shazadi. Ciao, ciao.